Also Intuition hat für mich definitiv verschiedene Ebenen. Also es gibt ja auch eine rationale Intuition, dass man vom Kopf her klar weiß, was man will, was man nicht will. Und dann gibt es aber, wenn man in tiefere Schichten eindringt, gibt es, ich nenne das immer, oder wenn ich mit Klienten arbeite, dann fühle ich immer, ob das der ganze Körper dahinter steht. Also fühle ich die Person dahinter auch körperlich. Oder nicht, das heißt, ist der Körper involviert? Ist es auch die Wahrheit von dem gesamten System Mensch? Oder kommt es nur aus einer Gefühlsebene, nur aus einer Verstandesebene? Da kann man sich ganz gut schulen. Das kann man sehr fein differenzieren und wahrnehmen. Und es macht einen Riesenunterschied, weil wenn der ganze Körper dahin steht, das ganze Nervensystem, alle Zellen, dann hat es eine komplett andere Power und Kraft, als wenn es ein Impuls ist aus dem Kopf.